Was haben Deutschland, Italien, Malta, Polen und Griechenland gemeinsam? Ja, sie sitzen alle in Europa und nein, das ist nicht die Antwort, nach der wir suchen. Doch die Antwort wird euch positiv überraschen. Diese fünf Länder haben eine Zusammenarbeit begonnen, um eines der derzeit heißesten Themen zu unterstützen. Migration. Die Bevölkerungszahlen in Europa wachsen stetig. Mehr und mehr Menschen ziehen in Hoffnung auf eine bessere Zukunft in EU-Länder. Deshalb ist bei der Arbeit mit Jugendlichen wichtig, das Zusammenleben in einer diversen Gesellschaft zu fördern und Diskriminierung jeglicher Art vorzubeugen. Sechs Organisationen haben sich dazu entschieden, etwas zu tun und haben gemeinsam das Projekt Migrant Metamorphosis entwickelt. Professionalisierung von Jugendarbeitern, Integration von Migranten durch multimediales und auf Künsten basierendes Lernen. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, ein unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das die soziale Integration von Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte begünstigt und sie in ihrer Rolle, der eines europäischen Bürgers, bestätigt. Abgesehen davon, dass Jugendorganisationen ein holistischer Ansatz für Arbeit mit jugendlichen Migranten geboten wird, ermöglicht euch das MGM-Projekt außerdem, sämtliche darin entstandenen Produkte zu nutzen, um an lokalen Events und Workshops teilzunehmen. Die Partnerländer haben dafür vier Projektideen umgesetzt. E-Book. Das E-Book stellt sowohl die Methodologie als auch Szenarien für Kunst- und Medienworkshops für die Arbeit mit Jugendlichen zur Verfügung. E-Learning-Plattform. Die E-Learning-Plattform bietet eine digitale Sammlung verschiedener multimedialer Inhalte, welche die Inhalte des E-Books unterstützen und erweitern. Brettspiel. Das Brettspiel ist ein Mittel für interkulturelle Aufklärung, welches einen Dialog garantiert, ein gemeinsames Verständnis füreinander aufbaut und dabei hilft, den Emotionen und Reaktionen der Mitspieler Beachtung zu schenken. Eventmanagement-Leitfaden. Der Leitfaden bietet Hilfestellungen bei der Organisation von Veranstaltungen mit geringem Budget. Er gibt einfache Anweisungen, wie die Ideen der Jugendlichen in die Praxis umgesetzt werden können.